wirklich monatelang früh aufsteht, abends schlafen geht und an eurem Tag nichts macht, irgendwann werdet ihr merken, euer Charakter verändert sich dadurch. Aber lasst es niemals so weit kommen, dass ihr dann sagt, yo, scheiß drauf, das ist vielleicht nur für eine kurze Zeit. Und glaubt mir, kein Erfolg dieser Welt, keiner, egal wie reich ihr werdet oder sonst was, keiner ist es wert, in eurem Scheißleben zu sagen, yo, ich scheiß, oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Ich dachte gerade, da steht sonst was, Junge. Keiner ist es wert, dass ihr irgendwie eure Art dafür ablegt, euch verändert ins Negative, weil ihr halt einfach euch den Stress eures Lebens macht deswegen. So, ich meine, guck mal, was bringt es euch, wenn euch, weiß ich nicht, Millionen von Menschen kennen? Oh, ich habe einen Golem eingebaut, oder? Scheiße, Brudi. Glaubt, ich töte den jetzt einfach. Einfach, weil ich nicht will, dass er hier sein ganzes Leben lang eingesperrt verbringt. Ja, aber was bringt es euch, wenn euch aber Milliarden von Leute kennen oder wenn ihr Milliarden von Euro im Monat verdient, wenn dafür eure Person, euer Charakter gefickt ist? Wenn ihr dafür nur ein Hurensohn seid, der irgendwie sich über alles und jeden freut und tut, als wäre der positivste Mensch, aber wahrscheinlich abends im Bett liegt und sich fragt, wo seine echten Freunde geblieben sind. So, der Charakter ist das A und O. Der Charakter ist das, was euch zu euch macht, was euch zu einem lebenden Organismus macht, was euch attraktiv macht vor egal wem oder was. Und deswegen muss man immer so doll, vor allem wenn ihr werdet irgendwann in eurem Leben, sehr wahrscheinlich, nicht alle, keine Frage, aber sehr wahrscheinlich viele, ihr werdet irgendwann in eurem Leben an einem Punkt kommen, wo es echt richtig stressig wird, wo ihr euch einfach denkt, fuck, wie haben andere das geschafft und wie soll ich das schaffen, wenn ich hier jetzt gerade schon sitze und mich frage, was hier passiert. Und an diesem Punkt kommt jeder mal, Leute. Und dann gibt es die, die sagen, yo, ich mach weiter und zieh das einfach durch und gebe mein Bestes. Und dann gibt es die, die halt, naja, aufgeben. Ich will nicht sagen, schwach werden. Aber die dann aufhören, das zu versuchen zu bewältigen und dadurch richtig, richtig in ihrem Leben dann abkacken. Und das Problem daran ist einfach, auch wenn ihr an diesem Punkt seid, wo ihr euch mehr Stress machen müsst, wenn ihr das kurz macht, ist das gut. Wenn ihr das kurz macht, um euer Leben voranzubringen, um weiterzukommen, ist das Beste, was ihr machen könnt. Da sage ich auch gar nichts gegen. Das ist wirklich kurzzeitiger Stress, wenn ihr dadurch vorankommt, wenn ihr weiterkommt. Das ist keine Frage. Aber wenn ihr wirklich monatelang, und mit Monate meine ich wirklich monatelang, früh aufsteht, abends schlafen geht und an eurem Tag nichts macht, außer dem Stress hinterher zu rennen, um irgendwas zu erreichen, was ihr unbedingt erreichen wollt, irgendwann werdet ihr merken, euer Charakter verändert sich dadurch. Und das ist einfach so. Das ist wirklich so. Irgendwann werdet ihr merken, yo, ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr ich bin, wo ich zwar durch den Tag gehe und auch kontrolliere, was ich sage, aber irgendwie sage ich nicht mehr das, was ich eigentlich sagen würde. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist ganz schwer zu verstehen, wenn man es noch nie hatte. Aber sobald ihr diesen Punkt einmal erreichen werdet, könnt ihr an meine Worte denken, Leute. Und dann ist wirklich der Punkt gekommen, wo ihr einmal sagen müsst, yo, muss jetzt kurz, wenigstens wenn es für 1-2 Tage ist, ich brauche kurz eine Auszeit. Ich muss kurz mich selbst generieren, mit ein paar Freunden talken, mit ein bisschen zocken von mir aus, macht irgendwas dagegen. Aber lasst es niemals so weit kommen, dass ihr dann sagt, yo, scheiß drauf, das ist vielleicht nur für eine kurze Zeit oder sonst was, sondern ihr müsst dann wirklich kurz Stopp machen, weil sonst wird dieser Stress euch irgendwann richtig ficken und dann werdet ihr zu so einem, naja, Typen wie Prinz Markus. Da wollte ich jetzt im Prinzip die ganze Zeit drauf hinaus. Er ist einfach, das Ding ist, er ist zwar erfolgreich und reich und hat alles geschafft in seinem Leben, aber seine Person hat darunter gelitten und das merkt man. Ich würde es einfach als komisch bezeichnen, er ist weird. Er ist einfach so weird, wenn man ihm als normaler Mensch zuhört, denkt man sich, Alter, was ist das für ein komischer Typ mit ihm? Man will sich mit ihm einfach nicht abgeben. So ist das, wenn er redet. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, keiner von uns Normalsterblichen, würde ich es jetzt einfach mal nennen, würde gerne mit einem Prinz Markus in einem Raum sitzen und mit ihm talken, weil es würde nicht funktionieren. Und er ist einfach fernab von dieser Realität, von der ich euch gerade erzählt hatte. Er hat sich diese Pause halt einfach nicht genommen, schätze ich jetzt einfach mal. Und wo ich euch übrigens einen kleinen Tipp geben kann, wenn ihr vielleicht im Voraus schon versuchen wollt, dass das nicht mit euch passiert, weil, wie gesagt, irgendwann kommt ihr an so einen Punkt, wo ihr euch einfach Stress machen müsst, wo es einfach mal so ist und ihr da durch müsst, weil es halt einfach anders nicht funktionieren wird. Ah, Leute, ich weiß jetzt was. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, was hier der Fehler ist. Hier fehlt einfach ein Block. Deswegen sieht das so komisch aus. Nee, aber irgendwann wird es so ein Punkt kommen. Und irgendwann werdet ihr es machen müssen, um nun mal voranzukommen. Und wenn ihr es nicht macht, dann ist das echt einfach schlecht für euch. Und das ist wirklich so. Und was ich euch dann nur ans Herzen legen, ans Herz legen kann, versucht, wenn es möglich ist, versucht wirklich mit Sport euch zu regulieren. Es kommt jetzt komisch, aber wenn ihr Stress habt, wenn ihr wirklich mal sagt, ihr müsst
monatelang durchhasseln, weil ihr unbedingt ein Ziel erreichen wollt. Ich denke mal, das ist bei jedem irgendwann mal so, dass ihr irgendwas erreichen wollt, was halt schwierig zu erreichen ist, aber definitiv möglich ist. Und wenn ihr dann diesen Punkt habt, dann versucht wirklich Sport zu machen. Fangt mit Sport an, wenn ihr keine Sportskanone seid, ist ja nicht jeder. Fangt an, wenigstens mal zu joggen zu gehen, ein bisschen Kraftsport zu machen, weil Sport reguliert euch, Leute. Das Ding ist früher, ich kann jetzt mal ein Beispiel bringen, wo hatten wir ja auch Stress. Stress ist ja eine Auslösung dadurch, dass wir früher, wenn wir in einem Wald, in einer Höhle geschlafen haben, beispielsweise, also ganz, ganz früher, Leute, jetzt nicht vor 10 Jahren, sondern ist tatsächlich schon eine Weile her, dass wenn wir in einer Höhle geschlafen haben und dann plötzlich ein Tiger um die Ecke kam, der uns aufgeweckt hat, wir rennen konnten und so einen Stress machen mussten, dass wir wegkommen, weil wir sonst sterben. Um es einfach mal so zu formulieren. Das ist die Erscheinung, dadurch kommt der Stress. Und heute machen wir ihn uns, weil wir Termine pünktlich machen müssen. Weil, ja, wie soll man sagen, weil der Tiger in uns stresst, rechtzeitig anzukommen, kann man das so sagen. Im Prinzip könnte man den Tiger dann auch unseren Job nennen, die Schule nennen oder sonst was nennen, wo wir halt rechtzeitig da sein müssen. Oder halt, wir stressen uns selber, weil wir Ziele erreichen möchten, etc. Und das, Leute, das ist, also wenn ihr euch selber stresst, kann das für manche zwar scheiße sein, aber für manche, zum Beispiel für mich auch, für mich ist es einer der besten Sachen, die ich mit mir machen kann, Alter, weil ich werde, wenn ich im Stress bin, so produktiv, das könnt ihr euch nicht vorstellen, Alter. Ich werde so produktiv as fuck. Und das ist halt der Vorteil daran einfach, dass ich halt wirklich, ich werde richtig produktiv und das ist sau gut. Und das ist vielleicht bei manchen von euch auch so, also hoffe ich, Alter, weil das ist wirklich eine, also ich finde es für mich eine übelst gute Eigenschaft, mich freut das immer richtig. Und ja, auf jeden Fall, wir sind dann vom Tiger weggerannt und als wir fertig waren mit dem Rennen, war der Tiger hoffentlich nicht mehr da, im besten Falle. Und dann konnten wir halt uns wieder entspannen, in Anführungszeichen, entspannen. Ich weiß nicht, ob man sich früher wirklich entspannen konnte, weil ich hätte, glaube ich, durchgehend Angst gehabt, dass gleich irgendjemand von der Seite kommt und mich auffrisst, so gefühlt. Aber in den meisten Fällen hat man sich dann tatsächlich entspannt. Und so ist es mit dem Sport genauso, wenn ihr Stress habt, wenn ihr wirklich durchgehend gestresst seid für, weiß ich nicht, ein paar Tage lang, dann müsst ihr wirklich einfach mal rausgehen und rennen. Fangt an zu joggen oder macht Kraftsport zu Hause. Bewegt euch, macht irgendwas und ihr werdet sehen, dass dieser Stress vielleicht nicht direkt weggeht, aber auf Dauer ist es so gut für euren Geist, das ist das Beste, was ihr tun könnt. Und das kann ich euch einfach nur ans Herz legen, weil, also wirklich für die Dauer gesehen her, ist es das Beste. Das wirklich mit Abstand Beste, was Besseres könnt ihr eigentlich nicht machen. Ja, aber um mal zu der Treppe zurückzukommen, die Treppe ist fertig, übrigens. Ich habe die jetzt gerade voll nebenbei gebaut, ne, eigentlich. Ich wollte eigentlich jetzt gar nicht so ein Real Talk hier einlegen, aber mir ist es gerade übelst durch den Kopf gegangen und ich musste es jetzt hier einfach mal raus erzählen. Ja, wie gesagt, hier. Das hier ist die Treppe. Ist schick geworden, habe ich mir genauso vorgestellt, um ehrlich zu sein. Und ich hätte es ja nicht wirklich sehr doll verkacken können. Ist ja letztendlich nur eine Treppe. Gefällt mir auch, passt alles, sieht gut aus. Alles top, Alter. Was ich dazu nochmal sagen kann, euer Geist ist wie ein Haustier. Ihr könnt euch euren Geist wie ein Haustier vorstellen. Mal, wenn ihr euer Haustier füttert. Wenn ihr mit eurem Haustier rausgeht, es streichelt, ihm Liebe schenkt, dem Haustier. Dann wird euch euer Haustier mögen, euer Haustier wird übelst korrekt zu euch sein. Ihr werdet Spaß mit dem Haustier haben, alles wird gut sein und so. Und das Haustier wird euch verwöhnen, würde ich einfach mal so sagen. Euer Haustier wird in schlechten Zeiten für euch da sein, wird euch Kraft schenken. Und so ist es mit eurem Geist genauso, wenn ihr euer Geist verwöhnt, wenn ihr euer Geist, auch mal Pausen gönnt, wenn ihr eurem Geist mal Kraft gebt. Tatsächlich, das kann man auch für seinen Geist tun, Leute, ja. Dann wird er euch das irgendwann zurückgeben, wenn ihr mal wieder durch harte Zeiten müsst oder so, dass ihr nicht sofort den Boden unter den Füßen verliert, sondern ihr trotzdem noch gerade stehen könnt und auch, wenn euch jetzt ein Schicksalsschlag richtig mitnimmt, ihr da irgendwie wieder rausfindet. Weil tatsächlich gibt es ja manche Menschen, die kommen da nicht mehr raus und am Ende gibt es da nicht viele Auswege. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und das ist übrigens dann auch genau das gleiche mit dem Haustier, wenn ihr euer Haustier schlägt, wenn ihr euer Haustier schlägt, ihm kein Futter, kein Fressen gibt, wird es euch irgendwann beißen, euch anfangen zu hassen und nicht mehr mögen und dann ist natürlich auch vorbei. So Leute, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder. Es tut mir leid, also für den kleinen Beer Talk jetzt hier, aber irgendwie hat mir das gerade auf der Seele gebrannt und ich habe es jetzt einmal euch erzählt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Morgen 17 Uhr kommt die nächste Folge ein bisschen fröhlicher. Bis dann und ciao, meine Freunde.